Am 12. Februar beginnt nach dem chinesischen Mondkalender das neue Jahr. Dabei ist das Jahr 2021 nach dem traditionellen Horoskop das Jahr des Metallbüffels. Der Büffel ist das zweite der chinesischen Tierkreiszeichen und folgt auf das aufregende Jahr der Ratte. Hat die Megametropole Hongkong die vergangenen Jahre mit Festen der Superlative begrüßt, finden die Feierlichkeiten in diesem Jahr virtuell oder ganz traditionell im engen Familienkreise statt. Dabei steht eine Reihe tief verankerter Rituale, die Glück und Wohlstand für das kommende Jahr bringen sollen, im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Die Vorbereitungen starten dabei bereits einen Monat vorher mit dem Kauf von Geschenken, Dekoration, Kleidung oder Zutaten für das Festtagsmenü. Einige wichtige Bräuche hier nun in der Übersicht. Das eigene Heim als Zentrum des Glücks. Für die meisten Einheimischen der Metropole ist die wichtigste Tradition zum chinesischen Neujahrsfest das Abendmenü mit der ganzen Familie. Der erste Tag der 15-tägigen Festzeit wird in China und Hongkong im Familienrahmen verbracht. Den letzten Tag der Feierlichkeiten markiert das chinesische Laternenfest, an welchem Kinder mit roten Laternen zum nächstgelegenen Tempel ziehen. Die Häuser werden zum chinesischen Neujahr traditionell mit roten Laternen geschmückt, um positive Energie anzuziehen. Neben Geldscheingeschenken, die man frisch von der Bank holt und in roten Boxen verschenkt, sind auch die Süßigkeitenpakete sehr begehrt und angesagt und gehören zum Fest dazu. Mittlerweile sind diese Neujahrssüßigkeiten weltweit populär und erhältlich. Der chinesische Löwentanz, chinesische Neujahrstradition modern interpretiert. Der authentische chinesische Löwentanz ist nach wie vor eine wichtige Tradition während des Neujahrsfestes. Die Darlehensrückzahlung als Brauch der Gläubigen. Der Hongkonger Brauch des Guanyin Loan Granting Day hat seinen Ursprung im Guanyin-Tempel. Der Guanyin-Tag der Darlehensvergabe fällt jedes Jahr auf den 26. Tag des ersten Mondmonats. An diesem Tag sind die Guanyin-Tempel in verschiedenen Bezirken voll mit eifrigen Anbetern, die von Guanyin ihre gewünschte Menge an Geld erbitten. Ein buntes Fest, welches in diesem Jahr nun etwas ruhiger und mehr daheim zelebriert wird. So geht also Chinese New Year.